Diese Woche ist ja die MIPIM gewesen in Cannes. Welche Rolle spielt die MIPIM für die Immobilienwirtschaft in der Region Stuttgart? Ja, wir haben auf der MIPIM eine Reihe von Mitgliedsunternehmen der Immobilienwirtschaft in Stuttgart, insbesondere auch Mitglieder unseres Immobilienwirtschaftlichen Verbandes, des IWS, die vor Ort sind. Ein Teil davon ist auch Sponsor des Standes der Landeshauptstadt Stuttgart. Wir haben uns also gemeinsam zusammengefunden und das schon seit Jahren in einem nahezu festen Kernteam, um diesen Stand gemeinsam zu finanzieren und auch zu beleben und damit den Marketingauftritt des Immobilienstandortes Stuttgart im internationalen Kontext darzustellen. Jetzt ist die MIPIM in Cannes natürlich nicht gerade eine billige Messe. Was bringt sie dem einzelnen Immobilienunternehmen? Ja, da sind die Motive sicherlich ein Stück weit unterschiedlich, aber was uns alle vereint an Unternehmen, die dort vertreten sind, wir haben die Möglichkeit, dort mit internationalen Partnern in Kontakt zu treten beziehungsweise die schon vorhandenen Kontakte zu vertiefen, damit auch den Immobilienstandort Stuttgart für internationale Investoren transparent und bekannt zu machen und auch natürlich über aktuelle Projekte zu sprechen beziehungsweise über zukünftige Projekte, die dort angebahnt werden. Es gibt es ja nicht nur die MIPIM, es gibt ja auch die Exporeale München, die jedes Jahr im Oktober stattfindet. Man sagt so landläufig in der Immobilienwirtschaft, die MIPIM ist die Kontaktmesse, die Exporeal die Arbeitsmesse. Ist das so? Ja, da ist ein Stück weit was dran, wobei ich feststelle, dass sich die beiden Formate durchaus ein Stück weit angleichen. Die Exporeal wird zunehmend internationaler. Wir haben jedes Jahr mehr Aussteller, viele davon mittlerweile auch aus dem internationalen Raum. Allerdings unterscheidet sich die MIPIM dann doch noch ein Stück weit von der Expo, weil sie internationaler im Sinne von Teilnehmer aus Überseeregionen, die dort eben auch vertreten sind, bedeutet. Und insofern natürlich noch einen wesentlichen, räumlich gesehen größeren Aspekt beinhaltet. Aber auch auf der MIPIM wird gearbeitet. Früher war das vielleicht noch ein wenig anders orientiert mit vielen Abendessen, Abendveranstaltungen, illustrer Art. Das findet sich so in dieser Form heute nicht mehr, auch wenn es der Immobilienwirtschaft weltweit gesehen gut geht. Jetzt wird ja immer wieder gehofft, dass auch die Stadtoberen, die Stadtoberhäupter einer Stadt zu dieser Messe kommen, vor allem zu MIPIM. In den vergangenen Jahren war das eine oder andere Mal der Oberbürgermeister. Jetzt fehlt er mittlerweile zum zweiten Mal. Ist das ein Makel für so eine Messe, wenn jetzt, sagen wir mal, der Oberbürgermeister einer Stadt diese Messe nicht mehr weiter teilnimmt, sondern nur die zweite Garde schickt? Also wenn man die Beteiligung der Verwaltung der Stadt Stuttgart vergleicht mit anderen großen Städten in Deutschland, dann muss man schon feststellen, dass viele andere großen Städte tatsächlich auch mit ihrem Oberbürgermeister, mit ihrem Baudezernenten, in der Regel auch dem Chef des Planungsamtes, vertreten sind, mit mehr oder minder großem Stab noch hinten dran. Insofern ist es ein Stück weit bedauerlich, dass Stuttgart eben nicht den Herrn Oberbürgermeister Kuhn zur Messe schickt. Aber wir haben ja den Herrn Baubürgermeister Petzold vor Ort. Insofern ist die Bauverwaltung in MIPIM durchaus präsent. Und damit kann die Branche auch leben. Und wir haben ja von unserem Stand Stuttgart aus gemeinsam mit der Verwaltung ein entsprechendes Abenddinner auch organisiert, sodass wir auch präsent sind.